Ja, und auch hier wieder ein herzlichstes Hallo an euch da draußen zur ja nunmehr 9. Aufnahme hier im Car Mechanic Simulator. Ich check mal eben die Lage. Ist schon wieder eine ganze Zeit her, wo ich hier das letzte Mal drin war im Spiel selbst. Wir haben die Werkstatt hier ein bisschen was angepasst, ne? Wieder von den Farben her. Zumindest kommt mir das jetzt neu vor. Das ist bestimmt jetzt schon wieder vier bis fünf Monate her, da wo ich hier das letzte Mal drin war im Spiel selbst. Da oben, da haben wir 54.592 Euro und 17.120 XP. Das ist gar nicht mal so verkehrt, da haben wir schon schön viel geschafft in der letzten Aufnahme. Im Hintergrund, da läuft gerade wieder ein bisschen Musik, auch für mich. Da habe ich wieder den VLC im Hintergrund laufen und ich weiß nicht, ob ich hier schon mal erwähnt hatte. Ich werde mir mal eben den DeLorean nochmal rauskramen aus dem Parkplatz. Ob ich hier schon erwähnt hatte im Spiel selbst, dass es jetzt hier in solchen Ladesequenzen mit der Musik im Hintergrund gar keine Probleme mehr gibt. Ne? Das ist prima, das hat sich egalisiert, sag ich mal. Da weiß das Videoschnittprogramm dann eben anhand der Musik. Oh nee, ich wollte jetzt nicht auf den Maserati klicken. anhand der Musik dahinter, da weiß das Schnittprogramm dann eben Bescheid, wie viel Bilder denn angesagt sind gerade, ne? Denn die Musik, die läuft ja eben auch innerhalb des Videos in 30 Bildern pro Sekunde im Hintergrund mit. Und daran orientiert sich dann jetzt habe ich beide hier reingesetzt, glaube, ne? Das Schnittprogramm wollte meinen, daran orientiert sich das dann. Heißt, es gibt keine Zweckler mehr. So, den hatten wir ja soweit fertig, selbst mit Reifen, aber hier hatte ich die Reifen, glaube ich, vergessen. Ja, ganz genau darauf wollte ich doch hinaus, dass wir uns da mal ein paar hübsche Schlappen noch raufziehen, bevor wir uns den Bentley dann endlich holen. Und der hier, der hat ja schon, wie kann ich denn das hier machen? Reparaturauftrag öffnen ist das nicht, Fahrzeug bewegen, da F2. Und Slick Tire Plus, aber hier siehst du auch gar nicht, welche Reifen er von beiden drauf hat. Weil hier kamen neue Reifen hinzu, das weiß ich. Also muss ich nochmal in den bitteren Apfel, in den sauren Apfel beißen, denke mal. Ich glaube nämlich, wir haben nur die Slicks drauf. Die Slicks, die waren von vornherein schon erhältlich hier im Spiel. Bloß die Slick Tire Plus, die kam hinzu. Die würde ich doch dann... Oh, 8000, ey, seid ihr nicht Dichter? Seid ihr nicht Dichter? Da muss ich ja noch mega viel schrauben, um 16.000 wieder reinzukriegen. Also nochmal 8.000. Ich nehme mal an, dass die Schlappen für den DeLorean eben nochmal 8.000 kosten werden. Okay, dann rauf damit. Nur um sicher zu gehen, dass die auch wirklich drauf sind. Ja, schade eigentlich, dass man da nicht sieht, welche Reifen man jetzt speziell auf dem Wagen drauf montiert hat. Gut, vielleicht geht das mit O. Haben wir hier irgendwo Reifen? 971 PS, ey, ich werd bekloppt. mal gucken. Nee, ich glaube hier, das sind doch die regulären Teile. Dann bloß Felge modern. Naja, da musste ich hier bestimmt reingucken. Aber nee, ich denke mal nicht, dass da die Reifen stehen werden. Ich dachte eher hier dann irgendwo. Aber dem ist ja auch nicht so. Und ich weiß gar nicht, ob die Musik nur zu leise oder zu laut reinkommt. Ich werde die mal noch ein bisschen was hochdrehen, weil mir kommt das gerade ziemlich leise vorher. Gut, gut. Ja, dann lass ich das so. Dann kannst du wieder zurück mit M, glaube. Oh, hier funktionieren die Hotkey-Tasten noch. Und das geht beim neuen Car Mechanic Simulator 2018. Da geht das nicht, ja. Das ist ein bisschen was schade, ja, weil das auch Konsolengame gleichzeitig ist. Da hast du dann eben so ein Rädchen, so ein Menü und darüber verschiebst du dann eben mit der rechten Maustaste, da öffnet sich das und da musst du dir halt ein bisschen was, jetzt geht auch gleich der Heber runter, ein bisschen was dran gewöhnen, umgewöhnen, ja. Das ist schade. So, wo gehst du mal hin? Linker Heber ebenfalls rauf. Und dann holen wir dir auch mal ein paar anständige Schlappen für unseren Test. Schon mal vorweg. Slick Tire Plus, Rennreifen Plus. Klassischer Reifen, weiße Buchstaben. Ich glaube, das ist schon das Optimum für den Test. Diese Bereifung. Gut, haben wir. Kannst auch weg. Ebenfalls Parkplatz dann wieder. Und wie viel haben wir jetzt noch? Über 38.592. Ich werde bekloppt.
Wir müssen nochmal Schrauben gehen. Ich werde mal so gleich mal losschießen. Wo war das noch gleich? Castropping. Hier war das. Anbetten. Ah, das ist ein bisschen was schade, aber wir kriegen ja pro Castripping, glaube ich, immer 10.000, wenn ich mich da recht zurück entsinne. Das geht prima flott voran. Mal gucken, wie lange ich heute mache, wie viel Zeit ich hier heute runterreißen werde. Da muss ich mal gucken, vielleicht ziehe ich heute auch komplett durch schon. Kann passieren, naja gut, das dauert ewig, glaube ich, bis du wieder den Bentley dann komplett auf 100% hast. Aber jetzt ist das die 9. Aufnahme, wie gesagt, und ja, in der 10. dann denke mal, wäre es möglich, das Special abzuschließen? Was ist denn hier los? War das schon so? Gab das hier ein bisschen atmosphärischen Sound im Hintergrund? Ich weiß das gar nicht mehr. Weil im 18er, da ist es auch ziemlich leise daneben in der Garage drinnen, ne? Schordi, schordi. Gut, dann bauen wir mal alles ab hier. Dann alles runter. Da gibt es ja nicht viel zu beachten. Da muss ich ja einfach bloß schrauben. Boah, und wie schnell das hier geht. Ne? Wie schnell du dich auch bewegen kannst. Das ist, weiß ich nicht. Hier ist der Workflow um einiges besser als im 18er. Da, im 18er, da haben sie ja auch Probleme gehabt irgendwie. Da kommt jetzt täglich nahezu, ja, was weiß ich, 200 bis 1,2 Gigabyte Patches kommen da raus täglich. Ja. Ah, weil sie da Probleme haben mit dem Spiel, ja, am Anfang, dass es überhaupt mal läuft auf jedem PC. Das war ein bisschen schade, ist ein bisschen schade, finde ich. Oh, der ist aber doch ein bisschen was laut, ne? Der Titel im Hintergrund. Das ist echt ein bisschen was schade. Ja, der läuft nie allzu rund, obwohl ich sagen muss, bei mir, da hatte ich keine Probleme gehabt, um das Spiel überhaupt zum Laufen zu bewegen, ja. Aber Performance-Probleme gab es bei mir doch schon, obwohl ich eigentlich einen gar nicht mal so unruppigeren PC habe. Gut, ist jetzt kein High-End-Dingens. Spiel mit einer 1060, mit einer GTX 1060 hier am PC rum, die, glaube, 6 GB VRAM drauf hat. Was für moderne Spiele halt auch ausreichen sollte, denke ich mal, um da eine höhere Texturauflösung wählen zu können. Und flott ist die eigentlich auch. Und dann eben i5, 4-Kerner, sollte reichen. Auch um den 2018er Car Mechanic Simulator da flüssig am Laufen, flüssig zum Laufen zu bewegen, zu kriegen. Ja, ja. Aber schön, hier mal wieder drin zu sein nach all der Zeit, ey. Hat mir schon ein bisschen was gefehlt. Muss ich dazu sagen. So, ab dafür. Und wie viel Knete haben wir überhaupt schon? Wir haben schon wieder unseren Taui drin, ne? Ja, 1071 da oben gerade. Okay, okay. So, raus damit. Trotzdem immer noch ein bisschen was laut. Nee, das tolle Summengeräusch hier, diese Donk. Wenn du da irgendwie einen Fehler machst mit dem Abschrauben, da wo er dann eben signalisieren möchte, dass das nicht abzuschrauben geht, ja, das summt manchmal schon ziemlich laut rein. Ja, bestimmt auch die Kopfhörer gerade wieder ein bisschen mal zu laut gedreht gehabt und vormals nicht drauf geachtet, wie laut das überhaupt reinschallert. In den Gehörgang, ja. Bestimmt doch. So, dann haben wir die Kiste hier bald auseinander. Gut. Motor ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. Aber cool, hier kannst du echt, wenn du Knete brauchst, kommst du hier echt am schnellsten dann eben ran. Daran. An einen Haufen Asche. Und es macht nach wie vor Spaß, ja. Da wird gerade wieder Rasen gemäht, da, weiß nicht, das ganze Dorf hier, die ganze Ortschaft, die ist wahrscheinlich wieder auf dem Bein draußen. Obwohl es jetzt mit Riesenschritten auf dem Herbst zugeht, ja. Keine Ahnung, warum sie sich da so viel Mühe machen, noch mit Rasenmähen oder sowas. Aber, ja, ich hoffe mal, der Krach, der stört hier drin im Let's Play dann nicht. Ich habe extra hier vor der Aufnahme noch das Fenster zugemacht.
Weil ihr auch gerne mal Kiddies draußen rumlatschen und rumschreien. Ja. Da mache ich doch besser mal das Fenster zu, aber ich hoffe mal den Rasen hier, den hört man gerade nicht so laut reinschallern. Weil der ist doch schon penetrant laut da draußen gerade. So, 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 der Stoßdämpfer muss noch ab. Ja, und hier kannst du den halt noch komplett einzeln auseinandernehmen. Im anderen Spiel, im 2018er, da ist der, also da wäre der dann zusammen und da hast du extra, ja, wie nennt man denn so ein Teil, so ein Federspanner-Dingsi, da wurde eben die Feder komprimierst und das dann oben lösen kannst oder so. Funktioniert da leider auch automatisch. Genauso wie das Wuchten der Reifen. Also du hast da auch die Möglichkeit, die Reifen von der Felge zu ziehen. Manuell via Maschine dann eben. Und ja, da musst du eben halt, wenn du einen neuen Reifen auf einer neuen Felge raufziehst, dann eben auch auswuchten, ein paar Gewichte reinklemmern. Aber das passiert leider automatisch. Du haust da einfach bloß deinen Reifen in der Maschine rein und der macht alles von selbst. Das finde ich ein bisschen was schade. Dass du da nicht so ein Menü hast, das dir eben anzeigt, okay, wie viel Gewicht jetzt an welcher Stelle im Innern der Felge ran muss. Das ist ein bisschen schade, ja. So, Anlasser auch schon abholen. Dann können wir ja das Getriebe hier direkt da weise mal mit abschrauben. Echt schade, bisschen. Ja, und so ist das eben bei den Stoßdämpfern auch. Die haust du einfach bloß rein in eine Maschine und die Maschine macht den Rest und dann holst du die Einzelteile eben wieder raus. Ja, schade eigentlich. Gut, hier unten kann ich nicht weitermachen. Ist Ölwanne auch schon draußen? Ja, Ölwanne ist auch schon draußen. Stimmt, und hier muss ich die Kolben auch von unten noch nicht anlösen. Das ist bei dem 18er anders. Also fällt mir jetzt erst alles auf, die ganzen Unterschiede. Bei den 18er ist Hockey auch schon wieder eine ganze Weile. Und da musste halt hier unten die Pleuelstange dann eben auch lösen. Mit zwei Schrauben dann eben unten den Bügel abmachen und erst dann kannst du oben die Kolben rausnehmen. So wie es ja eigentlich im Real Life ebenso ist, ne? Ich kann sagen, wer blockiert mir denn hier, aber steht was hinter mir bloß. So. Hübsch raus damit alles. Der 18er, ja. Eigentlich gar nicht mal verkehrt. Bloß auch kein Management-System drin, schade eigentlich. Das hätte ich mir echt mega gewünscht, ja, dass du deine eigenen Angestellten halt eben hast, die du eben aus den Bewerbern aussuchen kannst und dann eben dadurch auch noch Knete reinkommt. Durch Aufträge, um die sich deine Angestellten dann speziell kümmern für dich. Das ist ein bisschen was schade, hätte man machen können. Gut, das Game, das ist noch jung. Wer weiß, was da noch kommt an Add-ons oder so. Keine Ahnung. Kann ja noch viel passieren. Einigend noch. So was fehlt. Ach so, Kerzen fehlt hier. Gut, schön raus damit. Mann, dann hier noch nicht mal die erste Folge fertig der neuen Aufnahme. Und schon wieder einen ganzen Wagen auseinandergeschraubt. Coole Sache. So, jetzt kann unten raus Kurbelwelle. Dann können wir den Motor rausheben. Da fehlt ja auch noch Cut, glaube ich, und Mittelschalldämpfer hier unten. Muss nur ab. Und dann war das ja schon gewesen für den Morgen. Dann ist es das ja schon gewesen. Oh, bleib doch da vorne. Warum gehst du denn so weit zurück? Jetzt kann ich wieder nicht anwählen da vorne. Muss mir anstrengen, um da ranzukommen. Weiß ja auch nicht, warum er dann immer so weit wegspringt gleich. So weit wegzoomt, sofern du da anklickst irgendwas. Sieht auch komisch aus, wie ihr euch bewegt. Merkwürdig. So, raus damit und dann war das. Oder habe ich hier noch an der Karosserie irgendwie was vergessen? Im A10er kannst du dann eben auch Rücksitz, Vordersitz und Lenkrad noch rausnehmen, innen heraus und die Scheiben halt eben auch getrennt von den Türen. Aber hier sieht man das
schon ziemlich clean gestrippt aus, das Ding, das Vehikel. Dann könnten wir, ich glaube, so war das doch, Return to Garage sorgen und den Rest dann verkaufen, ne? Vielleicht noch reparieren versuchen, bisschen was von dem Zeugs, mal gucken, was geht. Und dann verkaufen. Und dann gleich noch, oh Mann, ey, der Frosch, ey, der quält mir aber auch was wiederum. Wird Herbst, wird kälter merklich draußen, ja. Und man merkt ja, denke mal auch schon ein bisschen, dass meine Nase wieder ein bisschen mal dichter ist. Ich weiß nicht. Sag ja immer wieder, ich bin verflucht. Jemand, ich werde die mal behalten, jemand möchte wohl nicht, dass ich hier auf YouTube rum-Let's Play. Ja, das sage ich ja immer wieder. Und dann ist halt eben der Fluch da bei der, an der Sache. So, schließen Escape. Ich lasse die Teile mal so bei 80. Gut, die wertvollen, ich glaube, da drücke ich dann nicht mehr rauf. So. Ah, naja, ich werde mal hier ein bisschen was Gas geben. Wir werden mal alles so um die 70 versuchen zu ziehen. Oder 80 dann eben. Jetzt sind wir bei 60 da unten, 60%. Pam. So, komm schon, 70 und wertvolle Teil. Den Rest, den probiere ich noch ein bisschen was anzuheben. Hier. Geht rüber. Ja, jetzt kommt ja da schon 80. Gut, dann kann das weg. Alles raus. Und 7604 Euro. Na, das hat sich doch nochmal gelohnt. Das ist ja prima. Das ist ja echt prima. Jetzt sind wir bei 45.196. Ich glaube, zuvor waren wir doch bei 55, glaube ich. Ne? Also einmal müssen wir noch hin, um da wieder hinzugelangen. Wo wir denn waren? Gut, alles klar. Dann keine Zeit verlieren. Nochmal rein. Und dann können wir uns ja mal hinsetzen ins Auktionshaus hier nach, wenn sich das denn gelohnt hat. Das Car-Stripping. Jetzt in der Session, sage ich mal, ja. Dann können wir da ruhig mal Platz nehmen im Auktionshaus und mal gucken, wie viel wir ausgeben müssten für so ein Bentley. Gucken, ob wir einen erwischen. Von den Wagen. Und da muss ich darauf achten, wenn ich den dann bekomme, dass ich da auch notfalls Motor wechsle. Dass wir da auch halt eben beide Turbolader drin haben, ja. In der Maschine. Falls es denn da mehrere Versionen des Motors gibt, das weiß ich ja eben nicht genau. Kann aber möglich sein. Da muss der Tobi aufpassen. Dass er da möglichst viel Power auch rausholt aus der Maschine. Aus dem Wagen. So, du bist aber immer noch laut, oder wie? Ich werde dir mal ein bisschen was bremsen. Na, zu leise schon, ne? Gut, das war alles. Ja, das war alles. Okay, dann mal hoch damit. Achsen raus, alles andere raus. Und dann mal gucken. Jetzt sind da minus 328 Dollar oder Euro. Ne, da oben da ist ein Dollarzeichen, aber wir haben da normal Euro in der Werkstatt, möchte sagen. Schön alles raus hier. Wir wollen ja so viel Knete mitnehmen, wie nur geht. Ne? Na sicher doch. Oh, schöne Spiegelung da eben auf der Schraube drauf gewesen. Coole Sache. Apropos schön, auch hier möchte ich nochmal vertellen natürlich, dass ich jetzt eine andere Methode zum Rendern habe. Eben aus dem Schnittprogramm, in meinem Fall aus dem Sony, nicht aus dem Vegas Movie Studio, das ist ja nun Magix, nicht mehr Sony. Da eben rausgehe mit dem Frame-Server und hinein in MEGUI. Also MEGUI. Keine Ahnung, wie man das vernünftigerweise ausspricht. Und das soll mehr Qualität bringen. Na gut, das bringt bei mir auch merklich mehr Qualität. Also ich habe es jetzt getestet schon in My Summer Car. Da hatte ich eine extra Session für gemacht gehabt. Ein extra Testvideo. Und eben auch in Minecraft. Und da muss ich sagen, ja, schon allerhand, was sich da tut, ne? Ist jetzt nicht das Beste, was du an Qualität rausholen kannst. Klar, wenn du mit 60 Bildern oder sowas hochlädst, dann ist das immer noch ein bisschen was besser. Da bist du dann immer noch ein bisschen was besser unterwegs als mit nur 30. Aber auch nicht übel, auch nicht übel.
Also ich könnte natürlich auch noch mit meinen 30 Brüdern mehr Qualität rauskitzeln. Aber will ich gar nicht. Die Videos, die sind jetzt im Schnitt kleiner als zuvor, als mit der normalen Rendering-Codier-Methode, die ich vormals daneben vor dem Frameserver-Schissel daneben hatte. Und aber sehen immer noch ein bisschen was besser aus. Das finde ich recht gut, recht nice auch. Lohnt sich der Umweg daneben. Die Mehrarbeit dazu ist ja nicht unerheblich, sag ich mal. Da über einen Frameserver rauszugehen, das bedeutet dann auch eben immer gleichzeitig mehr Arbeitsschritte noch. Aber der Aufwand, der ist mir momentan wert, weil ja eben Speichergröße. Hab halt keine Megabombenleitung, Internets. Obwohl sie hier gerade überall in der Gegend, muss ich sagen, auch rumbaggern und rumbuddeln. Also hier tut sich doch schon was. Ich denke mal, ja vielleicht frühestens zum Ende des Jahres kann ich hier womöglich dann eben auch mit VDSL rechnen. Ich weiß noch nicht, wie schnell. Ich hoffe 200 da. Dann. Ah, das wäre schon nicht verkehrt. Aber mit einer 16.000er, ja, da kannst du halt eben ja keine 60 Bilder oder mehr Qualität bringen auch. Sonst bist du ja da Tag und Nacht am Hochladen, ja. Deiner Videos. Bisschen schade. So. Dann hier auch bald wieder durch. Mit dem Wagen.